Hallo Internet, hallo Roman. Schön, dass du da bist und dir Zeit nimmst für dieses Video. Heute möchte ich mit euch über Stalker 2 sprechen und über dessen Entwicklung und was wir alles noch in Zukunft erwarten können. Der ein oder andere hat es ja wahrscheinlich schon mitbekommen, es war E3 und Stalker 2 Gameplay wurde endlich gezeigt und was soll ich sagen, es war ein absoluter Banger. Aber fangen wir von vorne an, blicken wir mal zurück auf den Werdegang von Stalker 2, denn der ist recht interessant. Am 15. Mai 2018, 6 Jahre nach dem Abbruch des ersten, zweiten Teil sozusagen, wurde Stalker 2 über den Twitter-Account von GSC Gameworld für eine Veröffentlichung im Jahr 2021 angekündigt. Ein Tag später wurde Stalker 2 dann von Sergei Grigorowitsch, Inhaber von GSC Gameworld, dem Entwickler und Vater hinter der Stalker-Serie, auch nochmal der Segen erteilt und offiziell angekündigt. Er machte diese Ankündigung auf seiner privaten Facebook-Seite und die Nachricht hat sich schnell auf verschiedenen Gaming-Seiten weiter verbreitet. Auch die offizielle Teaser-Seite wurde enthüllt. Einige Zeit später, zwischen dem 21. und 29. März 2019, wurde die Stalker 2-Website, die einen unbekannten Mann mit einer Gasmaske zeigt, online gestellt. Neue Social-Media-Links, etwas Musik und Download-Links für die besagte Musik und die Konzeptgrafiken wurden ebenfalls hinzugefügt. Am 23. Juli 2020 wurde die Stalker 2-Seite dann erneut aktualisiert, zeitgleich mit der Veröffentlichung des ersten Trailers zum Spiel auf dem YouTube-Kanal von GSC Gameworld. Der Trailer wurde prominent auf der Seite angezeigt, zusammen mit neuer Musik und Konzeptgrafiken, die zum Download zur Verfügung standen, sowie einem FAQ-Bereich und weiteren Details zum Spiel. Dann, am 26. März 2021, noch gar nicht so lange her, zeigte der ID at Xbox YouTube-Kanal ein Tagebuch über die Entwicklung des Spiels. Zakhar Bokharov enthüllte Informationen über das Spiel und zeigte mehrere Renderings von 3 Fraktionen, Duty, Freedom und den Bandits. Ein neues Plugin wurde auch gezeigt für die Unreal Engine, es demonstrierte einen Teil der Charakterindividualisierung und zeigte damit auf, dass kein NPC in der Welt von Stalker 2 dem anderen gleicht. Jetzt zuletzt haben wir den ersten richtigen Gameplay-Trailer gesehen auf der Microsoft E3-Konferenz. Das mal zum Status Quo und der jüngsten Vergangenheit. Aber wusstet ihr, dass die Reise von Stalker 2 schon viel, viel früher angefangen hat? Über das ursprüngliche Konzept war bisher sehr wenig bekannt. Es sollte die Geschichte der ersten 3 Spiele mit einem neuen Kapitel fortführen und, wie könnte es anders sein, natürlich auch in der Zone stattfinden. Es sollte DirectX 11 unterstützen und die CryEngine 3 war in Erwägung gezogen worden als Basis, die dann die X-Ray Engine endlich ablösen sollte. Zu den bestätigten Features, die in den offiziellen Interviews genannt wurden, gehörten neue Mutanten, neue Gebiete, neue Verwendungsmöglichkeiten für Artefakte und weibliche Stalker. Es wurde auch bestätigt, dass der Hauptprotagonist des Spiels Strelok sein sollte und dass das Level-Layout des Spiels eine große Spielwelt mit einem einzigen Gebiet enthalten soll, um Ladezeiten zu vermeiden. Ein echtes Open-World-Stalker eben. Es wurde bestätigt, dass das Spiel zwischen dem Kraftwerk Tschernobyl, Pripyat und bekannten umliegenden Gebieten angesiedelt sein sollte. Dann kam 2012 die schockierende Meldung, dass Stalker 2 eingestellt wird. Stalker, während die meisten von euch wütend und verärgert sind, was wir verstehen, solltet ihr wissen, dass das gesamte Stalker-Team, mich eingeschlossen, seit Dezember 2011 ohne Bezahlung an Stalker 2 gearbeitet hat, während neue Investoren gesucht wurden. Leider konnten wir die Rechte an dem Franchise nicht erwerben. Wir sind immer noch das gleiche Team, das jetzt bei Vostok Games und an Civarium arbeitet. Das stand auf der offiziellen Stalker Facebook-Seite und besiegelte somit die Zukunft von Stalker 2 und GSC Gameworld und hinterließ Fassungslosigkeit und Verwirrung bei den Fans. Im Jahr 2012 wurde die Entwicklung von Stalker 2 dann offiziell eingefroren und GSC Gameworld aufgelöst. Es gab viele Gerüchte, warum dieses Ende so kam. Unter anderem war der Stalker-Erfinder nicht sehr glücklich über den Fortschritt des Spiels. Interne private Konflikte innerhalb des Teams von GSC Gameworld haben die Entwicklung auch erschwert. Oder auch die Gerüchte, die immer wieder die Runde machten, dass GSC schwere finanzielle Probleme hat. Höchstwahrscheinlich waren die Gründe für die Auflösung eine Kombination aus all den genannten Punkten. Es gab auch viele Gerüchte darum, wer denn die Rechte nun am Stalker-Franchise hat. Es wurde behauptet, dass die Firma BitComposer, die bei der Vermarktung von Call of Pripyat geholfen hat, alle Lizenzen des Stalker-Franchises gekauft hat
was sich dann aber Gott sei Dank als falsche Information erwies. Es gab sogar Gerüchte, dass Bethesda Game Studios, bekannt für ihre Elder Scrolls und Fallout-Reihe, die Rechte an dem Spiel erworben hat, was sich jedoch ebenfalls als falsch erwiesen hat. GSC behält noch immer die Lizenz an den Stalker-Spielen, wie auf ihrer Webseite bestätigt wurde. Ihr seht, es gab viel Streit, Drama, Gerüchte und böses Blut unter den Teams, die an der Stalker-Entwicklung beteiligt waren. Aus dem alten GSC Game World Team entwickelten sich nach der Spaltung die Entwicklerteams Vostok Games, die Sivarium entwickelt haben, und 4A Games, die uns mit Metro beglückt haben. Dazwischen gab es immer wieder irgendwelche Interviews, wo dies oder jenes behauptet wurde. Ich muss sagen, das erinnerte eher an einen Kindergarten wie an erwachsene Entwickler. Es wurde 2015 sogar ein geistiger Nachfolger von Stalker angekündigt mit dem Titel Areal, das per Crowdfunding finanziert werden sollte und von Ex-Stalker-Entwicklern vorgestellt wurde auf Kickstarter. Aus Areal ist nichts geworden, nachdem hier auch wieder mal viel Drama entstanden ist und GSC die Entwickler von Areal als unfähig und als Abzocker entlarvte. GSC wollte auch rechtliche Schritte nicht ausschließen, nachdem das Projekt in Stalker Apocalypse umbenannt wurde. Nach der erfolglosen Crowdfunding-Kampagne wurde auch dieses Kapitel dann beendet. Was man hier aber erwähnen sollte, GSC wurde im Dezember 2014 dann wieder eröffnet. Allerdings wurde damals die Stalker-Serie nicht mehr erwähnt und das Unternehmen arbeitete an verschiedenen nicht verwandten Projekten. Mittlerweile sind sogar komplette Spielszenen und Abschnitte geleakt worden von einer spielbaren Version aus dem alten Stalker 2. In der Videobeschreibung habe ich euch einen russischen YouTube-Channel verlinkt, wo ihr euch das Ganze in voller Länge mal reinziehen könnt. Wie wir anhand von dieser Berg- und Talfahrt sehen können, ist auch Stalker 2 nun schon wieder seit geraumer Zeit in Entwicklung und die neue Webseite bzw. die Pre-Order-Liste verraten sogar noch ein paar Details mehr. Es ist die Rede von einem Multiplayer-Modus. GSC bleibt der Tradition also treu und auch Stalker 2 wird einen Multiplayer-Modus haben. Was es genau mit dem auf sich hat, ist noch nicht bekannt. Nur so viel, es gibt einen. Und als alter Stalker-Veteran freue ich mich da natürlich sehr darüber. Deathmatch, Team Deathmatch und Capture the Flag waren nur ein paar der Multiplayer-Modi, die damals schon Teil der Stalker-Erfahrung waren. Und ehrlich gesagt fände ich es auch mal wieder erfrischend, solch einen klassischen Multiplayer zu erleben. Es braucht für mich keine riesigen Schlachtfelder oder ein aufgesetzter, unauthentischer Battle Royale-Modus. Dafür gibt's andere Spiele. Stalker bleibt seinen Wurzeln hoffentlich treu. Koop wäre zwar schon sehr geil, aber ich glaube aufgrund der komplexen Story, des Fokuses des Spiels auf Singleplayer und der hoffentlich wieder komplexen Weltsimulation und auch mehreren Enden, wird das wahrscheinlich nur ein Traum bleiben. Vielleicht wird uns hier ja die Modding-Community aushelfen, denn für Stalker 2 ist ab Tag 1 Modding-Support vorgesehen. Und wir wissen ja, wie stark die Modding-Community selbst heutzutage noch die Stalker-Spiele am Leben erhält. Und hier beweist GSC natürlich, dass sie ein Händchen für die Community haben, was absolut genial ist. Und stellt euch das nur mal vor, ein Stalker Anomaly für Stalker 2, das wäre die nächste Stufe. Und ich bin mir sicher, dass die ganze Modding-Community in heller Aufregung ist und genauso wie ich jeden noch so kleinen Newsfetzen zum Spiel zelebriert. Wenn ich nochmal zurück an den Multiplayer denke, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir in Arena-Kämpfen in Rostock gegeneinander kämpfen können und es eventuell Leaderboards und dergleichen gibt. Das ist zwar nur reine Spekulation, aber wer die Arena in Stalker kennt, der weiß, dass die eigentlich schon sehr viel Potenzial in diese Richtung hätte. Na, das wäre zu schön. Ich hoffe, wir hören bald mehr von GSC Game World bezüglich dem Multiplayer. Über den Singleplayer will ich gar nicht zu viel erfahren, um ehrlich zu sein, da ich so viel wie möglich selber entdecken und erforschen möchte. Wie hat sich die Zone wohl verändert und welche Gefahren und Schätze hat sie wohl für uns in petto? Was ist aus dem Wunschgönner geworden und den ganzen Fraktionen? Hat sich Clear Sky nun endgültig aufgelöst und was ist aus dem Konflikt zwischen Duty und Freedom geworden? Sind die Anhänger von Monolith immer noch so wahnsinnig wie einst? Und was macht eigentlich Sidorovich? Ist er immer noch in zwielichtigen Deals verstrickt oder hat ihn das mittlerweile den Kopf gekostet? Viele Fragen, auf die wir spätestens im April 2022 Antwort bekommen werden. Ich bin ultra hyped für das Spiel und werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Seid ihr genauso gehyped wie ich? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn ihr in Zukunft mehr zu Stalker 2 oder auch Pioneer und anderen Stalker-ähnlichen Games wissen wollt, dann abonniert kostenlos meinen Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, wenn nicht, ein Daumen nach unten. Über ein Abo freut sich der Algorithmus, aber die Zone ganz besonders. Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.